Wartet. Mach doch mal Klimaanlage an und tu das Handy vor die Klimaanlage. Hab ich doch. Ich musste den Stecker jetzt mal rausziehen, ne, weil ich jetzt so ein Portable-Ladegerät dabei habe und das sehr, sehr stark ist, muss er ja gegen diese Akkuverschwendung hier ankämpfen, ne, weil er so viel Akku wegzieht, ne, der Livestream. Ja, ja, klar, natürlich. Und dazu scheint dann noch die Sonne auf das Handy noch als Feierabend. Ja, aber die Klimaanlage ist an, oder? Die Klima... Es knallt jetzt die ganze Zeit auf der... Das Handy, damit es sich abkühlt. Deswegen... Ja, dann mach mal mit Wasserkühlung. Ist das gerade bei mir ausgegangen? Der hat sofort TikTok gerade... Ja, da musst du das Handy mit Wasser kühlen, so wie ein Honda-Motor. Ein bisschen Wasser drauf. Du musst das immer in Wasser eintauchen, ne? Dann wird der gekühlt. Und dann funktioniert der besser. Ne? Wasserkühlung ist ganz, ganz wichtig für Handy. Dann funktioniert das Handy viel besser als vorher. Da ist das gekühlt und braun gebrannt. Abkühlen und braun gebrannt sein mit dem Handy zusammen. In der Sonne. Ja, überhetzt. Ja, genau. Der Smartphone kann leicht überhetzen bei so viel Hetzerei. Da kann das Handy das nicht ertragen, überhetzt. Und dann muss man das kühlen. Sehr, sehr gut. Ich sehe schon. Alexa ist auf dem Hut. Alexa. Ich weiß ganz genau, was das bedeutet, überhetzt zu sein. Sehr gut. Ja, ihr Lieben, also, weil wir wissen, dass die Entrückung ganz nahe ist, müssen wir eben nochmal alles in die Waagschale. Und wir dürfen auch nicht zurückschauen auf die Christenheit, die schläft. Nein, wir müssen nach vorne und wir müssen unsere Aufgaben erledigen. Die Christenheit, die Laodicea, ja, da kann man nichts tun. Deswegen müssen wir selber alles in die Hand nehmen und selber nach vorne bringen. Und alles in die Waagschale zu werfen, den Menschen das Evangelium verkünden. Oder wenn jemand jetzt nicht so stark in der Verkündung ist, dann wenigstens durch seine Charakter und durch seine Taten, durch seine guten Taten, eben die Menschen zum Nachdenken und zur Umkehr zu bewegen. Hier sind natürlich auch die Schwestern gefragt, dass sie durch ihr demütiges Verhalten, demütiges, liebevolles, respektvolles Verhalten, das sie jetzt durch ihr neues Leben aus Christus gewonnen haben, ein Vorbild, ein Licht in der finsteren Welt, was auch die Frauenwelt ja erreicht hat durch die Emanzipation, Feminismus, die Frauen vergiftet hat, dass ihr eben genau dagegen ankämpft und durch euer Anderssein, durch den Heiligen Geist, eben der Menschheit da draußen zeigt, wie es ist, eine Frau in Christus zu sein. Damit sie sich fragen, wer ist diese Frau? Die ist aber ganz anders als die anderen. Das ist schön, so wie sie sich verhält. Das ist sehr schön. Sowas gibt es eigentlich gar nicht mehr. Sowas. Wer ist das? Und dann fangen die halt, darüber nachzudenken. Und dann, wenn die nachfragen, dann könnt ihr ihr Zeugnis geben. Und so könnt ihr auch Menschen zur Umkehr bewegen. Durch euer Verhalten. Ja. Das Stream hängt schon wieder. Dein Handy hängt, Amir. Amir. Ja. Hörst du mich jetzt? Hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Wo war? Was hörst du mich? Hast du schlechtes Netz? Ja, ich höre dich. Ja, es kann sein wegen der Hitze, ne? Also keine Ahnung, das Handy überhitzt gerade ein bisschen. Rede einfach weiter, ich höre dich.
Ja, genau. Der Armin muss zum Telefon laufen in der Matrix, damit er hier rauskommt aus diesem Hängnis-Matrix hier. Mr. Agent Smith, Agent Smith, den bekommt sonst. Muss er es geschafft haben bis zum Telefon. Der ist jetzt so in der Matrix eingeklinkt und ist am Evangelisieren, gegen die Agenten am Kämpfen. Und der muss es rechtzeitig zum Telefon geschafft haben. Da bin ich wieder. Dankeschön für die ganzen Likes, für die Geschenke, die möge der Himmel uns euch denken, grüßen und beschützen. Amen. Ja, Amen. Ja, aber siehst du, das ist dein Thema, hörst du mich, Lisa? Ja. Dein Thema bezüglich der Missbrauchsfälle gegenüber den Kindern, dass du immer darauf aufmerksam machst und alles Mögliche, ne? Dass die Leute ja dein Gehör, also das nicht hören wollen, ne? Ja, ich sage das, aber die Leute hören nicht, und aber die Realität bestätigt immer wieder mich. Dass es so ist, wenn ja. ich mal sage, dass diese Leute im Hintergrund, diese Leute, die ihr in den Medien betrachtet und die ihr nach, also anhimmelt, dass mit denen etwas nicht stimmt. Dass die da drin sind. Aber die glauben mir nicht. Aber die Realität zeigt es dann irgendwann mal. Und dann müssen sie zugeben, oh ja, der Reza hat es ja schon vor 8 Jahren gesagt. Aber wir haben da nicht geglaubt. Ja, ja, Amir ist, er ist guter Junge. Amir, er ist guter Junge. Ja, ich bin auch ein guter Junge. Ich habe den Sound für die Dealer im Park. Denn ohne mich wird deutscher Rap schon wieder nicht hart. Schon wieder ein Tag, an dem ich eure Lieder nicht mag. Ich habe den Sound für den Hof im Knast. Ich bin der Grund, warum du nie deine Millionen machst. Ich habe den Sound für die Dealer im Park. Denn ohne mich wird deutscher Rap schon wieder nicht hart. Salutiert steht stramm, ich bin der Leader VR. Den Rest ist zu schlimm, das will ich nicht rappen. Der hat das von mir geklaut, der Bushido. Das war übrigens ursprünglich mein Text. Das ist auch das einzig gute Lied von ihm, Elektro-Ghetto damals. Der Rest war alles Schrott. Aber auch er zeigt in seinen Videos, ja, sehr viele Wahrheiten, verschlüsselte Wahrheiten. Ist er? Ja. Da. So, Amir John, ich habe jetzt schon Halsschmerzen. Ich bin nicht so gut bewandert mit lange Zeit Hetzen wie du. Du hast ein Hetzorgan, der ist sehr gut trainiert, dein Hetzorgan. Aber mein Hetzorgan ist leider amateurhaft. Ja, dann. Was willst du machen? Willst du raus? Nein, ich bleib drin, aber ich halte mich jetzt ein bisschen zurück. Also ja. Ja, dieses Thema mit dieser Kindesmissbrauch und alles, das geht ja einem sehr, sehr nah. Aber das regt mich halt auf gegen diese Doppelmoral, dass die Leute dann halt ihn zu Recht an den Pranger stellen, weil er diese Drecksaussagen getätigt hat und das Ganze dann seine Neigung zur Schau gestellt hat. Aber die kein Problem damit haben, dass die islamischen Schriften Millionen von Muslimen an sowas dann auch glauben, was ich heute gezeigt habe, ne? Ja, deswegen musst du jetzt ein Video machen, das ist wirklich wichtig an mir jetzt. Dass du das klarstellst, dass das islamisch ist, mit den islamischen Quellen. Das, was er gesagt hat, mit den in der Hand des Kindes. Du musst ein Video machen. Ja, deswegen. Weil das gerade aktuell ist, dem Sinanji.
Hallo. Ja, das macht einen sehr, das fühlt einen sehr, sehr auf. Ne? Ja. Hallo, lieber Bruder. Hallo, Bruder Reza. Ich habe mal eine Frage, ja? Weil jetzt hier gerade. Hallo, Gottes Segen, Arm, ihr auch. Gottes Segen, auch dir. Reza, in der letzten Zeit gibt es ja viele TikToker, die da diese Entrückung da machen, was du heute da gepostet hast in WhatsApp, ja. Ne? Ja, ja. Könntest du das nochmal denen erklären, dass es eine falsche Auslegung ist und warum das eine falsche Auslegung ist? Ja. Ja, ja, klar. Natürlich muss ich jetzt die ganzen Bibelstellen denn auch zeigen. Ich versuche mal einen kurzen Ausschnitt, also einfach nur kurz das Thema anzureißen. Die Entrückung findet vor der Drangsalzeit statt, weil die Braut Christi nicht für die Zornesgerichte dieser Welt bestimmt ist. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Wir sind nicht für den Zorn bestimmt, sondern wir werden bewahrt vor dem Zorn Gottes. Der Zorn Gottes kommt über die Erde für die Sünder, weil sie eben die Wahrheit nicht angenommen haben. Aber der Zorn Gottes ist nicht für die, die die Wahrheit angenommen haben, die Braut Christi. Mhm. Jetzt würde ich aber sagen, Moment mal, in Offenbarung 20 heißt es ja, dass Leute in der Offenbarung, in den Offenbarungsgerichten zu Jesus Christus finden und auch errettet werden und auch da getötet werden. Ja, was denn? Das ist nach der Drangsalzeit. Das ist nach der Drangsalzeit, ne? Nein. Innerhalb der Drangsalzeit, in der Apokalypse, kommen ja immer noch weiter Leute zum Herrn und die werden errettet. Die gehören zwar nicht zu der Braut Christi, aber sie sind Errettete aus der Drangsalzeit. Und die werden natürlich, da hat schon längst die Entrückung stattgefunden. Dass die nicht zur Entrückung gehören, das hat Gott so festgelegt in seinem Allmacht. Ja, genauso hatte Gott das festgelegt, dass zum Beispiel die alttestamentarisch Gläubigen nicht zur Braut Christi gehören. Das ist nun mal so. Die Braut Christi beginnt mit Apostelgeschichte 2, Ausgießung des Heiligen Geistes. Da beginnt die Gemeindezeit. Die Gemeinde Christi beginnt ab Apostelgeschichte 2 und endet mit Offenbarung Kapitel 4, Vers 1, beziehungsweise 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 16. In dieser Zeit ist die Zeit der Gemeinde Jesu Christi, die Braut Jesu Christi, die Gemeinde. Und diese Gemeinde wird von dem Bräutigam abgeholt vor der Drangsalzeit zur Hochzeit des Lammes. Und auf der Erde geht es ab. In den Himmel kommt das Zornesgericht über die Erde, um die Menschen, die den Herrn Jesus Christus verworfen haben, eben zu treffen. Aber, klar, auch Leute aus der Drangsalzeit, die dem Herrn Jesus angehören, sie werden auch durch diese schlimme Zeit durchgehen müssen. Sie werden getötet werden, sie werden verfolgt werden, aber sie sind errettet. Aber sie gehören nicht zur Braut Jesu Christi. Sie sind sozusagen schwer das Wort zu finden dafür. Sagen wir mal, das sind gläubige, apokalyptische, also apokalyptisch gläubige Menschen. Sie sind nicht alttestamentarisch gläubig, sie sind aber auch nicht Braut Christi, sondern sie gehören zur Postgemeindezeitalter. Danach, das sind Gläubige, die nach der Entrückung der Gemeinde errettet werden. Alle drei Phasen sind errettet. Die alttestamentarisch Gläubigen, die sind errettet, gehören aber nicht so wie Braut Christi. Die Braut Christi ist errettet. Ja, die Braut Christi ist errettet und die Nachbraut, die Postgemeindezeitalter Gläubigen während der Drangsalzeit in der Apokalypse, sie sind auch errettet. Alle drei Ebenen, alle drei Gemeinden, würde ich mal sagen, sind errettet. Aber man muss sie fein auseinanderhalten. Und sie gehören alle zu der ersten Auferstehung. Glückselig, wer zu der ersten Auferstehung gehört. Das sind die, die bei der ersten Auferstehung dabei sind. Sie werden im tausendjährigen Reich mitherrschen. Alle. Die alttestamentarischen Gläubigen werden mitherrschen, die Braut Christi wird mitherrschen und die apokalyptischen Gläubigen werden mitherrschen.
Und die Gemeinde Jesu Christi, wie gesagt, die Entrückung kommt vor der Apokalypse. Das sieht man eben nochmal. 2. Thessalonicher 2, Abvers 5, sagt Apostel Paulus, jemand hält das Kommen des Antichristen noch zurück. Erst muss dieser jemand beiseite getan werden, damit der Antichrist kommen kann. Das heißt, dieses Etwas, was denn das Kommen des Antichristen zurückhält, muss erst durch die Entrückung beiseite geschafft werden. Und das ist die Entrückung der Braut Christi, der Gemeinde. Zumal sehen wir auch noch, dass der Apostel Johannes in Offenbarung Kapitel 4, Vers 1, bevor die apokalyptischen Gerichte in Offenbarung 6 losgehen, schon in Offenbarung Kapitel 4 entrückt wird und in den Himmel ist. Wiederum ein Bild auf die Entrückung der Gemeinde, die vor dem Auftreten des Antichristen ist. Und dann sehen wir, nachdem die 24 Ältesten im Himmel sind, Priester und Könige, das sind wir aus der Offenbarung Kapitel 1, symbolisch sind das sind wir, die wir schon im Himmel sind, Offenbarung Kapitel 5, und erst in Offenbarung Kapitel 6, wo die Gemeinde im Himmel ist, danach beginnen die apokalyptischen Gerichte, in Offenbarung Kapitel 6. Ja, und Offenbarung Kapitel 3, Vers 10, da spricht ja der Herr Jesus Christus zu der Gemeinde in Philadelphia, das sind ja wir, eben, dass er uns, die wahren, die Wiedergeborenen, bewahren wird vor der Stunde des Antichristen, durch die Entrückung. Offenbarung Kapitel 3, Vers 10. Er wird uns bewahren, überhaupt da in diese Stunde hineinzukommen, davor bewahren, da hineinzukommen. Warum? Weil der, welcher in der Welt noch ist, beiseite geschafft werden muss. Ja? Genau, 2. Thessalonicher 2, die Gemeinde, die noch auf der Erde ist und das Kommen des Antichristen auffällt durch den Heiligen Geist, besonders der Heilige Geist, der in der Gemeinde ist, das Kommen des Antichristen auffällt, der muss erst beiseite geschafft werden, damit der Weg frei gemacht wird für den Antichristen. Und das ist die Entrückung. Peter? Ja. Dieser Typ da, der diese Trübsal gemacht hat, dann ist es ja ein Ehrlehrer. Ja, sicher. Jeder, der die Entrückung anders ansetzt und so lehrt die Leute falsch lehrt und die Leute nicht vorbereitet, dass die Leute jede Sekunde den Herrn erwarten. Yeah. Weil die Entrückungslehre besagt, dass der Herr Jesus jede Sekunde kommen kann. Also es geschieht eine Wachsamkeit im Geiste. Anstatt dass du sagst, ja, da muss doch noch die Apokalypse kommen. Oh, der Herr kann noch lange nicht kommen. Richtig? Ja. Siehst du, was eine falsche Entrückungslehre im Geist veranstalten kann? Der kann dir eine Schlaftablette verpassen. Richtig? Ja. Logisch? Ja. Und wir erwarten ja nicht den Antichristen, sondern wir warten auf den Herrn Jesus Christus. Wir warten doch nicht auf den Antichristen. Die Leute, die Entrückung anders ansetzen, nämlich am Ende der Drangsal, in der Mitte, die warten auf den Antichristen. Verstehst ja. du? Wir warten, also die Braut Christi wartet auf Christus und die anderen, die warten auf den Antichristen. Deswegen endet ja auch die Bibel, Offenbarung 22, mit den Worten, mit dem Vers: Komm, Herr Jesus, die Braut und die Gemeinde sagen gemeinsam: Komm, Herr Jesus. Die sagen nicht: Komm, Antichrist. Richtig? Wir erwarten ja. den Herrn Jesus: Komm, Herr Jesus. Jederzeit sollen wir sagen: Komm, Herr Jesus. Wie soll der denn kommen, wenn wir wissen, aha, der kann ja gar nicht erst kommen? Da muss doch noch die Apokalypse kommen, der Antichrist. Also kann der Herr Jesus ja nicht sofort kommen. Dann ist dieser Offenbarung 22. die Verse am Ende ja falsch. Da würde ja das gegen das Wort Gottes gehen. Verstehst du? Diese ja. Leute sind sich unbewusst, dass sie gegen das Wort Gottes gehen. Deswegen sage ich, wer die Entrückungslehre anders lehrt als vor der Drangsalzeit, ist nicht wiedergeboren und arbeitet für den Feind. Darf ich mal was dazu sagen, Reza? Ja. Eine Sekunde noch den letzten Satz. Eine Sekunde noch den letzten Satz. Ich rede nicht über Leute, die Entrückungslehre gar nicht kennen. Darüber rede ich nicht. Ich rede nicht über die Leute,
die Entrückungslehre gehört haben, aber sich unsicher sind. Ich rede von den Leuten, die sich sicher sind und so lehren. Ja. Das sind jemand Wölfe im Schafspelz. Bruder Reza, da hat jemand geschrieben, ja. Der Adlerblick hat geweint, weil du ihm das Heil abgesprochen hast. Ich habe ihm das Heil nicht abgesprochen. Ich habe ihm gesagt, falls du irgendwann mal doch in die Orthodoxie abfallen solltest, in der Zukunft, er ist sich noch unsicher, der Adlerblick. Ja. Habe ich gesagt, wenn das wirklich kommen sollte, das, ich hätte doch auch sagen können, wenn du später in die Zeugen Jehovas reingehen würdest, wenn du Zeugen Jehova werden würdest, dann hätte man gemerkt später, dass du gar nicht wiedergeboren bist. Das hat jetzt mit der Denomination nichts zu tun. Verstehst du? Ja. Wenn ja, du ja. später solche Lehren anhängen wirst, dann zeigt es sich, dass du von vornherein nicht wiedergeboren warst. Und das ist richtig. Ich wollte dir noch was sagen, Reza, ja? Ja. Da haben einige, da haben Bassisten einen Livestream gemacht, ne? Wer hat einen Livestream gemacht? So Bassisten, du weißt doch Bassisten, wie sie sich ja, nennen. Ja, ich höre dich akustisch nicht so gut. Bist du nah am Telefon oder bist du weiter weg? Ja, hörst du mich jetzt? Bassisten. Ja, so Bassisten. Ja, ein bisschen besser. Ja, Baptisten. Ja, und dann haben die so gelacht und meinten, ja, wir wollen nicht so Obdachlose im Himmel sein. Wir wollen Könige und Priester sein und nicht solche Getränke halt. Und was sagst du dazu, Armin und Eva? Dass sie sowas sagen? Jemand, wir wollen keine. Wir was hat überhaupt mit der Ungeistigkeit so zu reden? Was ist das mit der Ungeistigkeit so zu reden? Allein das disqualifiziert schon denjenigen, über gewisse theologische Themen dann zu sprechen. Was ist das bitte? Das ist so dermaßen. Ja, heftig, ne? Ich war geschockt. Ich war am Ende. So runter mich schon am Ende. Ja. Nein, das da siehst du, dass die Leute nicht aus dem Heiligen Geist reden, sondern aus dem eigenen Fleisch. Denen ist es nicht bewusst, dass sie den Heiligen Geist nicht haben. Ja und, weißt, was das, ja, und weißt du, was das noch heftig ist? Da sagen die, Gott soll die Andersgläubigen verfluchen für das Zorngericht. Ich dachte mir, ich höre nicht richtig. Digga, das ist doch. Was ist das denn? Ja, das hat doch gar nichts mehr mit dem Herrn Jesus. Ja. Der Heilige Geist in uns würde niemals so beten. Der würde uns niemals dazu bringen, zu beten für Verfluchung und Tötung von anderen Leuten. Niemals! Nein, nein. Weil die Braut Christi mit dem Heiligen Geist versiegelt ist. Und wir leben in der Zeit der Gnade, also wo die Braut Christi entsteht. Die alttestamentarisch Gläubigen, die haben so gebetet um Rache. Und die nach der Gemeinde in der Apokalypse, Leute, die zum Glauben kommen, die werden auch wieder für Rache beten. Offenbarung 20, das habe ich ja in die Gruppe gepostet heute und habe die Geschwister gefragt, was ist der Unterschied zwischen den apokalyptischen Gläubigen und uns, wiedergeborene Christen der Brautgemeinde Christi? Da gibt es einen Unterschied. Und habe den Vers da in die Gruppe gepostet. Und die Geschwister haben es dann nicht so richtig verstanden. Ich muss jetzt nochmal kurz in die Gruppe reingucken, um zu schauen, ob jetzt die Geschwister es verstanden haben. Aber das ist es ja. Die nach der Entrückung der Gemeinde, die Gläubigen in der Apokalypse, werden wieder so beten mit Rache. Wie lange, oh Herr, willst du nicht unser Blut rächen? Ja, aber die gehören nicht zu Braut Christi. Wir Braut Christi, wir sollen ja für unsere Feinde beten. Mhm. Daran siehst du, dass die nach der Entrückung, die Leute, die nach der Entrückung in der Apokalypse zum Glauben kommen, nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt sind und nicht zur Brautgemeinde Christi gehören. Das sind Leute wie im Alten Testament, Gläubige, die werden auch errettet werden, aber sie gehören nicht zur Braut Christi. Sie haben nicht die höchste Stellung im Himmel. Ja, das dazu. Und deswegen sage ich, ihr Lieben, passt auf, wenn einer daherkommt und sagt, die Entrückung ist nach der Drangsalzeit in der Mitte. Wenn jemand das lehrt, öffentlich,
könnt ihr sofort davon ausgehen, dass das ein falscher 50er ist. Dass er für den Feind arbeitet. Da kann er auch tausendmal Jesus, Jesus sagen. Das ist nur eine Ermahnung und eine Warnung. Ihr könnt darauf hören oder eben eure Erfahrung sammeln. So einfach ist. Aber meine Pflicht ist, davor zu warnen. Ganz, ganz wichtig. Früher habe ich gedacht, na, das ist kein Problem, das ist nur eine Erkenntnissache. Wenn jemand das nicht verstanden hat und lehrt, dass die Entrückung erst nach der Drangsalzeit kommt und so weiter, habe ich gesagt, komm, das ist, komm, geschenkt. Hauptsache Jesus, Jesus. So war ich am Anfang. Aber dann habe ich gemerkt, diese Leute, mit der Zeit, mit Erfahrung, habe ich gemerkt, dass diese Leute ja nicht bei dieser falschen Lehre bleiben, sondern diese Leute haben noch weitere Irrlehren gelehrt. Wie zum Beispiel, dass ein Wiedergeborener abfallen kann. Wäre es nur bei dieser falschen Entrückungslehre geblieben, hätte ich gesagt, komm, alles andere ist ja in Ordnung, alles andere stimmt ja, aber das stimmt ja nicht. Die haben gelernt, dass ein Wiedergeborener abfallen kann vom Glauben und wieder verloren gehen kann. Ja, ja. Das heißt, eine Ehelehre kommt nicht alleine. Ja, eine Ehelehre kommt nicht alleine. Es kommen weitere Ehelehren mit. Soweit kommen die werdet Lichtleute, ne? Ja. Die haben mir damals so eine Angst gemacht, dass ich schon psychisch am Ende war, weil ich war ganz frisch am Glauben. Also bin zum Glauben gekommen. Ja. Und die meinten, wenn du abfällst, kommst du in die Hölle. Wenn du abfällst, kommst du. Und dann haben alle auf mich eingeredet. Und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von der Bibel. Ich kannte nicht mal überhaupt einen Bibelvers. Ich bin ganz frisch da reingekommen, hab dann eine Bibel von dem bekommen. Ja. Und die haben mich dann total Angst gemacht, dass ich dann, oh nee, nicht, dass ich dann noch abfall, weil die haben so gut auf mich eingeredet, wenn 30 Leute auf mich einreden, du bist frisch zum Glauben gekommen, dann hast du keine Chance. Ja. Ja, klar, ja. Da haben wir zum Beispiel diese falschen Leute, diese Ehelehrer von der Sekte, der, wie heißen die nochmal, sag mal, wie heißen die? Werde Licht, genau. Die lehren eben die Wiederverlierbarkeit des Heils bei einem Wiedergeborenen. Also die wissen ja gar nicht, was Wiedergeboren heißt. Aber selbst wenn die es wüssten, und die lehren ja trotzdem, dass man abfallen kann und verloren gehen kann. Die machen überhaupt keinen Unterschied zwischen einem Gläubigen, der nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt ist, und einem Gläubigen, der mit dem Heiligen Geist versiegelt ist und wiedergeboren ist. Das lässt mir nur den einen Schluss zu, dass die gar nicht wissen, was Wiedergeboren und Versiegelung mit dem Heiligen Geist bedeutet. Sonst würden die sowas nicht lehren. Hört ihr mich? Hörst du mich, Bruder? Ja. Ja, weil ich bin im Tunnel, ich weiß nicht, wie das ist mit dem Netz. Ja. Das sind einfach heftige Ehelehren, die eben besagen, dass derjenige nicht weiß, was Wiedergeburt und Versiegelung mit dem Heiligen Geist ist, weil er selber nicht wiedergeboren ist. Und deswegen kommt er jetzt zu dem nächsten falschen Lehre, die da einhergeht mit der Wiederverlebbarkeit des Heils, Werksgerechtigkeit. Derjenige muss selber durch Anstrengung, durch Dschihad, sich da drin verwahren und selber sich durchbringen. Durch deine eigene Kraft, anstatt durch die Kraft des Herrn Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, durch die Wiedergeburt. Sondern sie wollen selber den Helden spielen vor Gott. Ja, das ist also nicht mehr eine Glaubensgerechtigkeit, dass Gott uns bewahrt und errettet hat, schon längst, Kolosser 1, Vers 13, schon längst uns versetzt hat in das Reich Gottes, in den himmlischen Örtern. Epheser 2, Vers 6, wir sind schon längst versetzt, himmlisch gesehen, Himmelsbürger. Nein, die sagen, nein, der Herr hat uns versetzt, als Himmelsbürger gemacht, auf einmal nimmt er uns wieder vom Himmel weg und tut er uns wieder auf die, also wegwerfen. Das ist absolut Irrlehre. Absolut. Das ist Gotteslästerung. Das ist nur eine Irrlehre, das ist Gotteslästerung. Also, so gibt es tausende das heißt, Sekten. Gott ist in der Stande, seine Schafe zu bewahren. Ist das richtig? Ja, das ist das, was sie wirklich glauben. Gott ist nicht stark genug, um die Leute zu bewahren. Das heißt, Johannes 8. Wo der
wo der Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Das sagen die doch. Ja. Doch, doch. Derjenige kann sich selber rausreißen aus deiner Hand. Ja. Oder ich lebe nicht mehr. Das ist Gotteslästerung. Ja. Na, dann kommen Sie doch mit dem Pferd an, Reza. Also eben, auf zwei Sachen achten. Ja. Ja, aber dann sagen ja. Sie immer wieder, aber warte mal, du hast doch den freien Wille, dann hat dir Gott den freien Wille genommen. Also das heißt, Gott zwingt dich ja. Also dann kommen die immer meistens so an auch, ne? Welcher freie Wille? Welcher Wiedergeborene will freiwillig weggehen vom Herrn Jesus und in die Hölle gehen? Welcher Bekloppte will freiwillig in die Hölle? Das heißt, diese Leute glauben gar nicht an die Hölle. Die haben auch vorher nie geglaubt, dass es eine Hölle gibt. Sonst könntest du ja nicht abfallen und in die Welt gehen. Das heißt, die haben nie geglaubt. Wirklich geglaubt. Natürlich hast du deinen freien Willen. Willst du in die Hölle mit deinem freien Willen, lieber Bruder? Ja oder nein? Nein. Nein. Aber hast du keinen freien Willen? Doch. Hast du keinen freien Willen? Doch. Ja, also, du willst da freiwillig nicht in die Hölle, richtig? Richtig. Ja, und die Leute sagen, doch, wir wollen freiwillig in die Hölle. Aber ja. das ist so krank, das ist so völlig absurd, so ein Gedanke. Diese Leute, die abfallen, die haben nie geglaubt, sonst würden die ja nicht abfallen und dann in die Welt gehen und einfach so ihr Leben leben. Nein. Wir haben nie wahrhaftig geglaubt, dass es einen Gott gibt, einen Himmel und eine Hölle. Nie geglaubt. Das alles. Ja, deswegen sage ich. Ja. Weißt du was, Lisa? Ich war ja damals auf der Straße und da sagt der eine, du glaub mir mal nicht die guten Werke hier, ja? Geh mal woanders hin. Was hat er gesagt? Geh mal bitte woanders hin, du klaust mir gerade die guten Werke, bitte geh mal woanders evangelisieren. Wer hat das gesagt? Und werdet nicht einer. Er meinte, bitte klau mir mal meinen Lohn nicht, geh mal woanders hin. Ist das ein Haufen. Was für ein... Ja, ich will mich nicht versündigen. Soll ich dir das mal erzählen, Arme, wo die, weißt du, Arme, wo die mich getauft haben, Arme, ja? Hey, ja, die haben sich in so einen Drecktümpel getauft, ne? Ey, das Wasser war kackbraun. Ja, ehrlich, Arme, ne? Das Wasser war so kackbraun. Das Wasser tut mir leid, aber das ist für mich heftig, ey. Arme, ich war am Ende, Arme, das Wasser war so kackbraun, ne? Du hast gedacht, die haben mich in so eine Giftbrühe getauft. Entschuldigung, aber das ist für mich so krass, ey, wie kann man nur, ey? Wie kann man nur? Bruder, ich hatte Hautkrankheit bekommen, an ganzen Füßen und so, meine ganze Haut war zerstört. Er ist da in die Runde gekommen. Hallo, grüßt euch. Wie die unsere Heiligtümer. Ja, grüß dich. Wie die unsere Heiligtümer in den Dreck ziehen. Aber die werden noch ihre gerechte Strafe bekommen, keine Sorge. Mein ganzes Gesicht, Arme, du musst dir vorstellen, du gehst da rein und dein ganzes Gesicht so braun. Weißt du, ich darf selber jetzt nicht lachen. Das ist echt beschämend, ey. Dreckige. Wer ist da? Was, Gott segne dich und deine Familie. Hallo? Ah, der ist schon raus. Nee, der ist auf Stumm. Ein Hallo? So. Hi. Hallo, grüß dich. Hallo? Hallo. Ja, ich hätte ein paar Fragen, wenn ihr Zeit habt. Was? Ich hätte ein paar Fragen, wenn ihr Zeit habt. Ja. Ja, sprich nur ein bisschen lauter. Hört man mich nicht? Doch, aber du bist etwas leiser. Ist okay. Ich versuch nur ein bisschen lauter zu reden. Alles gut. Armin, hier. Und Reza. Obwohl die in der Gemeinde ein Taufbecken hatten, ne, haben die mich da nicht getauft. Ja, daran siehst du mal, wie viel Ehrfurcht und Respekt sie vor den Heiligtümern haben. Also sind extra im Wald mit mir gefahren, in so einen Matschsee, extra im Wald,
20 Minuten auf der Autobahn irgendwo und ganz ehrlich, ich konnte nicht durchgucken. Das war einfach, das war dreckig. Einfach ein ekliger See. Richtig eklig, so ein gekippter See war das. Was für Haufen das sind. Du darfst mir solche Sachen nicht erzählen. Ich werde da fleischlich. Ich werde da fleischlich und versündige mich. Aber die werden schon gerichtet werden, keine Sorge. Okay, hört man mich? Ja, man hört dich. Risa, wir hatten schon mal geredet wegen dieser Sache. Und zwar hätte ich eine Frage wegen dem Gottesbild im Christentum. Also ich bin selber Agnostiker, war früher Moslem. Ja. Ja. Und glaubst du, dass Gott laut der Bibel die Menschen, wie sagt man, bedingungslos liebt? Ja. Okay, aber wie erklärst du dir dann, dass in einigen Stellen im Alten Testament Gott auch sagt, dass er gewisse Menschen hasst? Er sagte zum Beispiel, er hasst Esau, ne? Der Bruder von Jakob war das, glaube ich. Ne? Ja, warum? Da musst du natürlich dich mit Esau auseinandersetzen, schauen, was hat der Esau gemacht. Dann weißt du, aha, es gibt Leute, die, egal was passieren würde in ihrem Leben, die würden niemals Gott annehmen und die würden alles für einen billigen Preis verkaufen. Okay, aber dann liebt er ja die Menschen nicht bedingungslos. Die Menschen liebt er bedingungslos, bis sie ihre Herzen verschließen. Und das weiß natürlich Gott im Vorhinein. Und diese Menschen liebt er nicht mehr. Nein, diese Menschen nicht. Es gibt immer Leute, die sich ihr Herz verschlossen haben. Und die liebt er nicht, natürlich nicht, aber trotzdem liebt er alle Menschen. Außer die, die ihre Herzen verschlossen haben. Die werden für das Gericht aufbewahrt. Aber wieso liebt er diese Menschen nicht weiter und hofft für sie, dass sie trotzdem... Er hofft! Gott weiß doch im Voraus, was kommt, was diese Leute machen werden. Das hat mit Hoffen nichts zu tun. Wenn du sagst, Gott hofft, dann hast du eine falsche Vorstellung von Gott. Gott weiß im Vorhinein alles, was kommen wird. Dass diese Leute ihre Herzen verschließen werden. Hey, was ist das? Das ist bei Reza. Verstehst du? Reza! Warum lachst du an mir? Was war das? Was ist das? Was denn? Das war bei Reza. Was war das für ein Lied? Das ist dieses Lied, was bei DSDS diese Frau, die gesungen hat. Und das habe ich als Klingelton. Ich dachte, du hast den Buzzer angemacht, weil du eine gute Antwort gegeben hast. Ja, das ist auch Buzzer-Lied. Muss man machen. Nein, das ist das schlimmste Lied aller Zeiten für mich und vorgetragen von der schlechtesten Sängerin aller Zeiten bei DSDS. Und die ist dann umgekippt, nachdem sie gesungen hat, weil ihr Gesang war so schlecht, dass es ihr schlecht wurde von ihrem eigenen Gesang. Und die ist umgekippt. Da dachte ich gerade, was ist denn jetzt los? Aber ihr habt das gehört, oder was, das Lied? Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Nein. Lieber, wo ist er denn? Ist er noch da? Bist du noch da? Nein, ich bin noch da. Ja. Nein, Gott weiß im Vorhinein alles, wie du dich entscheiden wirst. Wie alle 8 Milliarden Menschen sich entscheiden werden. Das hat mit Hoffen nichts zu tun. Ein Gott, der hofft, das ist doch absurd. Nein, ich habe mich falsch ausgedrückt. Stimmt, ich habe mich falsch ausgedrückt. Aber, aber dann kannst du nicht sagen, dass er alle Menschen bedingungslos liebt. Doch, aber die Menschen, die von vornherein... Es gibt immer eine Ausnahme. Ja, entweder er liebt alle oder nicht. Ja, er liebt alle Menschen, aber nicht die Leute, die ihr Herz verschließen und dann in die Hölle gehen wollen, die sich für Satan entscheiden. Aber er kann doch diese Menschen trotzdem... Dann liebt er die nicht. Nein, die liebt er nicht. Er liebt sie Gott nicht? Gott hasst er, wie du schon sagst. Ja.
Gott, ich habe Esau gehasst. Leute, die ihr Herz verschließen für die Ewigkeit vor Gott und absagen dem Herrn, obwohl sie noch leben, aber während ihrer Lebzeit 100% ihr Herz schon verschlossen haben. Genau wie die ganze Elite. Genau wie die ganze Elite. Genau, die ihre Herzen verschlossen haben, dem Satan dienen und ihm Babys opfern. Die liebt der Herr nicht. Aber unter der Welt, wenn das heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, ist natürlich die ganze Welt, außer die Leute, die ihre Herzen verschlossen haben. Die werden aufbewahrt für das Gericht. Das steht in Judas Brief, Kapitel 1. Kannst du lesen. Das ist nur, hat nur ein Kapitel, der Brief. Okay, weil... Die hasst er. Ja. Aber sonst, die gesamte Menschheit liebt er. Ja, außer diese Leute. Er liebt alle Buddhisten, der Herr Jesus liebt alle Muslime. Also, mit alle Muslime meine ich die, die ihre Herzen noch nicht verschlossen haben. Immer nur die Masse, die eben, oder die Leute, die eben ihre Herzen nicht verschlossen haben. Gut, aber wie gesagt, also ich finde, man kann da nicht sagen, dass er die alle Menschen bedingungslos liebt, weil er hasst dann einige Menschen. Muss man ja, alle außer, genau, außer die Ausnahmen, genau. Aber sonst liebt er alle Menschen. Aber siehst du da nicht eine gewisse Parallele zum islamischen Gott, weil Allah liebt ja auch nicht alle Menschen bedingungslos. Er sagt, die... Nein, der Allah liebt... Nein. Moment. Allah hasst alle Ungläubigen. Ja, eben. Nein, der Herr Jesus liebt die Ungläubigen. Der Herr Jesus hasst nur diejenigen, die ungläubig sind und ihr Herz verschlossen. Aber es gibt tausende Ungläubige, die jeden Tag zum Herrn Jesus kommen. Die haben nicht ihr Herz verschlossen. Ja, okay, Jesus ist in dem Fall ein bisschen gnädiger als Allah. Ja, wie wissen gnädiger? Das ist ein komplett anderes Bild von Gott. Ja, aber auch Jesus hasst dann Menschen. Wie Allah hasst Nein. auch Nein! Ja, Allah hasst alle, die nicht Muslime sind. Der und, Herr Jesus liebt... hasst alle, die nicht in den Himmel wollen. Ja, die sich verschlossen haben, die ihr Herz verschlossen haben. Aber trotzdem liebt er die gesamte Menschheit, die Muslime, die Buddhisten, die Hindus. Der Allah hasst alle Buddhisten. Der Allah hasst alle Hindus. Der liebt nur die Muslime. Und zwar die, die sich auch in die Luft sprengen. Ja. Die Mujahideen. Das Gottesbild im Koran ist ein ganz anderes Gottesbild, als die Bibel uns zeigt. Das zeigt allein schon die Intention Allahs, indem er die Hölle mit Menschen füllen will. Sowas kennen wir aus der Bibel nicht, dass Gott ein Verlangen hat, die Hölle mit Menschen zu füllen. Verstehst du? Gott will die Menschen retten, genau. Und Allah will die Hölle füllen mit Menschen. Das ist Unterschied. Aber okay, du sagst, Gott will die Menschen retten, aber wieso gibt es dann diese sogenannte Verstockung? Weil ab dieser Verstockung hat ja dieser Mensch keinen freien Willen mehr, ne? Laut ja, euch. Ja, weil doch, der hatte aber den freien Willen, sein Herz zu verschließen. Der Mensch hat den freien Willen zu sagen, ich will nicht. Richtig? Und dann muss er eben, also weil er Sünder ist, weil er gesündigt hat in seinem Leben, weil er böse Sachen getan hat, muss er halt Rechenschaft ablegen. Und dann wird er verloren gehen. Verstehst du? Du kannst nicht sagen, ich bin Lügner, Betrüger, ich habe das und dies gemacht und lass mich jetzt in Ruhe. Nein, der Herr lässt dich nicht in Ruhe als Lügner, Betrüger und Dieb. Der Herr wird mit dir ins Gericht gehen. Ja. Es ist entweder oder. Entweder du bist dann heilig rein, ohne Sünde. Was macht der? Ja. Oder du lässt dich retten. Eins von beiden. Aber du kannst nicht sagen, ich bin Sünder und ich mag das. Ich warte, glaube ich, kurz. Du bist unterwegs, ne? Hörst du mich? Nee, ich bin telefonieren. Was hast du? Was möchtest du denn noch wissen?
Ja, Amir, ich könnte dich noch was fragen. Du weißt ja diesen Vers, du kennst ja diesen Vers im Koran, und nehmt die Juden und Christen nicht zu Aulia, also Freunde, Verbündete, denn Freunde, sie sind Aulia untereinander. Und du hast ja das auch als Argument gegen die Muslime verwendet, halt, dass sie intolerant sind etc. Aber ich sag mal, in der Bibel... Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, wie intolerant sie sind. Es gibt sogenannte Muslime, die mir nicht glauben, dass sie sich nicht die Juden und Christen zu Freunden nehmen. Du siehst dann immer wieder, sagen die, nein, wir müssen alle Religionen respektieren. Und ich habe doch jüdische Freunde und ich habe doch christliche Freunde und ich habe ungläubige Freunde. Dann sage ich allen Ernstes, ja, aber dein Gott verlangt etwas anderes von dir. Das ist immer meine Intention, den zu zeigen. Dein Gott möchte nicht, dass du mit Juden und Christen abhängst oder sie zu Freunden nimmst. Und der Kontext der Geschichte zeigt uns auch eindeutig, dass Umar erfahren hat, dass ein Christ dort bei denen in der Nähe war und der ein guter Typ war, der auch einige Sachen drauf hatte, die andere Muslime nicht drauf hatten. Und dann hat er auf einmal erfahren, dass das ein Christ ist. Da hat er gesagt, wie kann er hier als Christ sein? Weg mit diesen unreinen Christen, hat er dann gesagt. Ja, der Omar. Ja, das stimmt. Ich kenne den Hadith. Du? Also du siehst, den Kontext der Geschichte ist ein sehr, sehr ekelhafter Kontext. Verstehst du? Dass der Omar aufgrund seines Christseins, er war ein guter Typ. Und dann hat der Omar herausgefunden, dass das so ein Christ ist, hat er gesagt, wir dürfen das heilige Land nicht mit den unreinen Juden und Christen beschmutzen. Weg mit ihm. Ja. Aber siehst du, wie abgefuckt das Ganze ist bei den Muslimen? Aber so würde doch niemals ein Christ vorgehen mit einem Muslim, oder? Also du persönlich, du findest diesen Vers nicht gut. Nehmt die Juden und Christen nicht so Aulia, ne? Nee, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, das ist mein Befinden. Oder das Befinden anderer Menschen, wenn sie da zum Beispiel das sehen und sagen, guck mal, du darfst dich nicht mal als Freund nehmen. Ich sage den Leuten, die mal hier reinkommen und mir sagen, dass der Islam tolerant wäre und so, dann sage ich, nee, dann kennst du aber deine eigenen Schriften nicht. Und dann fühlen die sich natürlich angegriffen, weil dieser Vers halt existiert. Du siehst doch, dass wie viele Muslime hier in Deutschland sich mit den Ungläubigen vermischen. Dürfen sie das? Nein. Also, siehst du? Also muss man zu den Muslimen gehen und sagen, ihr seid raus aus dem Islam. Warum sagt ihr noch, dass ihr Muslime seid? Ihr habt ungläubige Freunde. Ja, ja. Richtig? Bist du da mit mir? Ja, ich will auf das hinaus, weil ich habe letztens auch mit Reza geredet über diesen Vers in der Bibel. Reza, bist du da? Der ist nicht da, ne? Ich habe den gestummt. Ach so. Und zwar gibt es ja diesen Vers in der Bibel, ihr sollt Feindschaft gegen die Welt haben, ne? Oder ja, Feindschaft genau. Mit der Welt. Liebe zur Welt ist Feindschaft zu Gott. Du sollst diese Welt nicht lieben. Genau, ja, aber ich habe dann Reza gefragt, ja Moment, heißt das dann auch, dass man nicht Andersgläubige als Freunde nehmen darf? Und er hat gesagt, ja. Ja, nach 2. Korinther 5. Moment. Wir haben uns abzusondern. Wir haben uns, nachdem wir wiedergeboren sind, eben abzusondern. Warum? Weil die Leute, die noch nicht wiedergeboren sind, in der Sünde noch leben. Das heißt, du gehst mit ihnen und du bist unterwegs und dann benutzen die einfach, ey, du Pum-Pum-Sohn, ey, ich äff deine Mutter, weil die einfach nicht heilig sind. Ja, benutzen aber die solche dreckigen Wörter. Du weißt, nein. Es gibt, ich weiß, du meinst es irgendwelche Kanaken, aber ich meine, es gibt auch nein. Menschen, warte kurz, nein, es gibt auch Menschen, die nicht gläubig sind und die auch ein anständiges Verhalten haben. Nein, haben die nicht, die sind Sünder, glaub es mir. Es dauert keine 5 Minuten, bis sie auf einmal über Gotteslästerung reden, über Saufen, über Drogen nehmen. Ja gut, also das finde ich jetzt ein bisschen verallgemeinert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass jeder Andersgläubige direkt ein Problem hat. Es gibt doch viele, die sagen, ja okay, Christentum, okay, können sie glauben, alles gut, ich glaube halt nicht dran und so. Der Herr Jesus Christus sagt, was hat Licht mit Finsternis gemeinsam? Und dann müssen wir uns als Wiedergeborene natürlich absondern, aber sie trotzdem mit Liebe und Respekt behandeln. Ist das aber richtig? Aber sie nicht zu Freunden nehmen, wie die Muslime auch nicht. Ich ne? Da, natürlich dürfen wir uns sie zu Freunden nehmen, das ist gar kein Problem. Aber mit ihnen die ganze Zeit so abzuhängen und sie unseren Geist sozusagen schwächen, das ist wiederum was anderes. Das ist ein Thema für sich. Verstehst du? Und Reza, siehst du das weil auch wie willst so? Wie willst du denn deine Nächsten lieben wie dich selbst, wenn du dann nicht quasi mit denen auch zu tun hast? Ja, Reza hat gesagt, du darfst sie nicht zu Freunden nehmen.
Ja, natürlich darfst du sie nicht so als Freunde nehmen, dass du jeden Tag mit ihnen abhängst und so, dies, das. Aber sie trotzdem liebst und respektierst, das gehört dazu. Aber der Herr sagt, was hat Licht mit Finsternis gemeinsam? Weil diese Menschen noch in der Finsternis sind und nicht zum Licht durchgedrungen sind. Verstehst du? Weil wir haben eine ganz andere Gesinnung in uns. Wir, die wir den Herrn Jesus Christus angehören, haben eine ganz andere Gesinnung in uns, oder? Ja, aber du sagst, aber warte mal kurz, ihr sagt ja trotzdem, dass ihr auch noch sündigt. Mach mal diesen Hund da weg, ey. Das ist ja unfassbar. Ja, aber ihr sagt doch selber auch noch, dass ihr auch noch Sündiger seid, oder nicht? Ja, das ist auch richtig. Aber dann unterscheidet euch ja von den Andersgläubigen einfach euer Glauben. Aber ihr sündigt und sie sündigen auch. So sieht's aus. Der in uns ist, der macht uns zu was Besserem sozusagen, weil wir gerettet sind. Aber Sünder bleiben wir alle. Nur der Christ ist halt besser dran, weil der Herr Jesus Christus stellvertretend für ihn bezahlt hat. Und der Christ hat die Gnade des Herrn Jesus Christus angenommen. Mhm. Und die anderen leben noch in Finsternis. Ne? Nein, nein. Es muss einen Unterschied geben zwischen der Zeit, wie du gelebt hast, vor deiner Wiedergeburt in Christus und nach deiner Wiedergeburt in Christus. Wenn du Amias Leben zum Beispiel als Beispiel nimmst, wie er vor Jesus Christus in der Welt gelebt hat, voller Sünde, und wie er jetzt lebt, das ist eine Verdrehung um 180 Grad. Der Amir hat von morgens bis abends in Sünde gelebt. Der hat von jetzt, morgens bis abends gerappt. Nicht nur gerappt, der hat andere schlimme Sachen gemacht. Aber jetzt, wo der mit dem Herrn Jesus wandelt, nein, das ist eine Kehrtwende um 180 Grad. Den Amir kennst du nicht mehr wieder, eigentlich. Das ist dieser Wechsel nach 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das ist bei Amir als Paradebeispiel, kannst du nehmen. Das alte Amir ist vergangen, der sündige Mensch in der Welt, verloren, ohne Hoffnung. Und der jetzige Amir hat mit dem alten Amir nichts zu tun. Ist komplett neuer Mensch. Mit dem Heiligen Geist in Christus. Aber trotzdem, auch Amir sündigt weiter, aber viel weniger als vorher. Viel, viel weniger. Wenn ihm eine Sünde passiert, dann bittet er um Vergebung, steht auf und versucht es beim nächsten Mal nicht mehr zu tun. Das ist der Weg eines Gläubigen. Aber ein Ungläubiger sündet fahrplanmäßig. Wo ist eine Sünde? Gib her. Ich nehme es mit. So sind die Leute. Die haben überhaupt kein Problem mit Sünde. Mhm. Das sehe ich doch zum Beispiel. Vorher, bei Tempo 50, bin ich immer 150 gefahren. Immer ein 1 davor gemacht. Ich habe mich an kein Gesetz gehalten. Kein Gesetz. Tempo 30 bin ich so schnell gefahren, wie das Auto fahren konnte in dieser Strecke bei 30. Ob es auch 100 war, ist es egal. Ich mache meine eigenen Gesetze. Immer habe ich die Straßenverkehrsgesetze gebrochen, wo ich nur konnte. Weil ich bin mein eigener Herr. Ich höre doch nicht darauf, was irgend so ein Staat mir sagt. Das war ich vor dem Herrn Jesus Christus. So war ich. Und jetzt, mit Tempo 30, 30. Tempo 50, 50. Und dann sehe ich aber, ich halte mich an die Gesetze, aber dann sehe ich die Sünder, die an mir vorbeifahren mit Tempo 70, 80, wo 50 erlaubt ist. Dann erinnere ich mich wieder an mich, wo ich damals als Sünder in der Welt die Gesetze missachtet habe und gesündigt habe, wie ich nur wollte. Und dann erkenne ich mich wieder, wie ich damals war in der Welt. Wie diese Leute noch sind alle, diese Sünder. Siehst du? Das ist ein Unterschied. Vorher bin ich hinter jeder Frau, ja, im übertragenen Sinne, jede Frau war nicht von mir sicher. Eine der unzüchtigsten Personen Europas. Jetzt okay. Verheiratet und heilig wandelt. Das ist ein Unterschied, oder? Ja. Ja, das ist das, was der Herr Jesus verlangt. Eine Umkehr. Auf Griechisch Metanoia, Buße, Reue der Sünden, Umkehr und mit dem Heiligen Geist wandelnd mit dem Herrn Jesus Christus.
Was wäre jetzt, wenn ich jetzt würde sagen, ich bin ja Agnostiker und ich sage jetzt morgen, ja, okay, ich habe die Bibel gelesen, das macht ja für mich irgendwo Sinn. Ich glaube jetzt an Jesus, weil das halt für mich Sinn macht. Ja. Aber übermorgen werde ich trotzdem weiter sündigen. Aber ich glaube. Nein, das ist billige Gnade. Dann hast du das Werk des Herrn Jesus, was er für dich am Kreuz bezahlt hat, hast du nicht geachtet. Weil du weißt, was es gekostet hat, um dich zu begnadigen. Das war nicht einfach, jemand hat für dich ein Eis gekauft. Da ist jemand gestorben unter schlimmsten Qualen, damit du errettet wirst. Und dann gehst du nicht hin und bist ein gottloser, respektloser Mensch, der dieses Werk mit Füßen tritt und sündigst einfach drauf los. Nein. Wenn du das tust, dann warst du nie errettet. Weil bei der Errettung, bei der Wiedergeburt, bekommst du auch noch den Heiligen Geist. Du empfängst ja den Heiligen Geist und der Heilige Geist gibt ja dir nochmal zusätzliche Kraft, gegen die Sünde zu widerstehen. Mhm. Verstehst du? Der Heilige Geist gibt dir Kraft, der Sünde zu widerstehen. Und wenn du aber keine Kraft hast, der Sünde zu widerstehen, und du sündigst genauso wie vorher, ja, da bist du gar nicht wiedergeboren. Dann ist etwas. Ja, aber dann verstehe ich nicht. Es gab ja diese Diskussion hier auf TikTok wegen, ja, kann ein Wiedergeborener Selbstmord und so machen. Wieso sagst du dann nicht, ja, wenn ein Wiedergeborener sowas macht, dann war er nie wiedergeboren? Nein, es geht nicht darum, dass ein Wiedergeborener nach seiner Wiedergeburt überhaupt nicht mehr sündigen kann. Der Wiedergeborene kann jede Art von Sünde tun, auch wenn ich es noch nie gehört habe, dass ein Wiedergeborener Selbstmord begangen hat. Aber möglich ist es. Trotzdem ist der Herr Jesus für alle Sünden gestorben. Er hat ihn errettet. Was er aus dieser Freiheit jetzt macht, wenn jemand dich in die Freiheit entlässt, was du da mit dieser Freiheit machst, ist dir überlassen. Denke aber dran. Aber wieso sagst du da zu dieser Person nicht, der hat das Werk von Jesus nicht verstanden, wenn er sowas macht? Nein, Moment. Nein, derjenige, der wiedergeboren ist, soll nicht mehr sündigen. 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Solltest du auch lesen, den 1. Johannesbrief. Aber wir sind ja Sünder, wir sind ja nicht Götter. Nachdem wir wiedergeboren werden, werden wir nicht perfekt auf einmal. Wir werden auf einmal nicht Gott, richtig? Wir bleiben ja immer noch Mensch. Ja. Und Mensch, er ist immer Fehler. Immer. Das heißt, er macht weiterhin Fehler. Fehler heißt Sünde. Und das heißt also, trotzdem sind wir errettet, auch wenn wir danach Fehler machen. Der Herr Jesus wirft uns ja nicht hinaus. Der hat uns ja errettet. Aber das gibt dir nicht den Freifahrtschein, Römer Kapitel 6, Abvers 14. Es gibt dir nicht den Freifahrtschein, diese Gnade zu missbrauchen und darauf loszusündigen. Aber du hast recht, wenn du als Wiedergeborener, wohlgemerkt, wenn du wahrhaftig errettet warst und so eine schlimme Sünde wie ein Selbstmord begehst, bist du trotzdem errettet, weil du wiedergeboren bist. Verstehst du? Die Errettung ist unumkehrbar. Wenn jemand zum Beispiel, ein Beispiel, damit du es verstehst, du hast 1 Million Euro Schulden und du hast aber selber kein Geld, das zu zahlen. Jemand kommt aber, der Milliardär ist und für ihn ist das überhaupt kein Problem, 1 Million. Und der sagt, komm, ich will gnädig sein. Wer ist dieser Mensch? Der ist mir sympathisch. Ich bezahle für ihn diese 1 Million Euro. Bist du dann schuldenfrei oder nicht? Obwohl du deine Schulden nicht selber zahlen kannst. Bist du schuldenfrei? Ja oder nein? Du bist schuldenfrei, aber du kannst ja wieder also, Schulden machen. Fertig. Nein, aber die Schulden, diese 1 Million Euro, die du dein Leben getragen hast, die sind schon mal weg. Aber du lebst ja weiter, du kannst ja wieder Schulden machen. Ja, aber derjenige muss dann aufpassen ab dem Zeitpunkt, weil jemand eben aus seinem eigenen Vermögen für deine Schulden aufgekommen ist. Mhm. Solltest du nicht hingehen und schon wieder 1 Million Euro Schulden machen. Weil es jemanden was gekostet hat. Richtig? Und so geht man nicht um. Aus Dankbarkeit ist man dankbar, dass man da rausgekommen ist. Stell dir mal vor, du hast die Schulden bei der Mafia. Und die erschießt, die geben dir 3 Tage Zeit. Und du hast diese Millionen nicht. Und es geht um dein Leben. Und die sagen, entweder du zahlst in 3 Tagen oder du bist tot. Ja. Und jemand rettet aber dein Leben.
indem er selber alles, was er gespart hat in seinem Leben, für dich gibt, nur damit du nicht stirbst. Das ist Jesus Christus. Verstehst du? Das ist die Errettung. Jesus Christus bezahlt für dich, damit du nicht verloren gehst. Mit seinem Leben. Das ist das Liebeswerk. Und dann siehst du, dass wenn der Herr sagt, ich liebe die Menschen, dass er das auch beweist, indem er sein Leben opfert. Weil das Höchste, was wir haben, was wir hingeben können für einen Menschen, ist unser Leben. Richtig? Ja. Ja. Und wenn du bereit bist, dein Leben hinzugeben für einen anderen Menschen, dann hast du das höchste Werk aus Liebe vollbracht. Und das ist Gott. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben bekommt. Wenn du es nicht verstanden hast, frag mich, dann erkläre ich dir das nochmal, damit du es verstehst, damit es sitzt. Hast du noch Bedenken? Ist irgendwas, was du noch nicht verstanden hast? Ich verstehe das Prinzip schon, nur man könnte jetzt auch sagen, ihr seht ja das, diesen Tod von Jesus Christus wie ein Geschenk an für die Menschen, ne? Ja. Aber ist es dann fair, wenn ich sage, ich will dieses Geschenk nicht annehmen, dass ich dann in die Hölle komme, weil ein Geschenk... Das ist fair. Aber warte mal kurz, wenn du ein Geschenk bekommst und das nicht annimmst, ich meine, du hast ja niemanden gefragt, dass er dir ein Geschenk gibt. Ja, aber du hast dein Leben lang gesündigt, du hast böse Sachen gemacht und die müssen bestraft werden. Was machen wir denn damit? Was ist mit der angehäuften Schuld? Was ist mit der Frau, die du verarscht hast, um die ins Bett zu kriegen? Und die du dann fallen gelassen hast und ihr Herz gebrochen hast? Was ist damit? Wer bezahlt dafür, für diese Herzensschmerzen? Für diese Verarschung? Für die Schwäche, die du ihr angetan hast? Wer bezahlt dafür, für diese Schandtat? Für die Ausnutzung? Sag mal bitte, wer bezahlt dafür? Ja, ich persönlich glaube, niemand bezahlt dafür, weil am Ende... Du musst dann, genau. Genau, du hast das verbockt, du hast anderen Menschen wehgetan und du kannst nicht einfach davon kommen und zu sagen, tschüss. Da kommst du nicht davon. Der Herr wird früher oder später, wenn du stirbst, dich bewahren für das Endgericht. Und dann wird er mit dir ins Gericht gehen. Und alles, was du in deinem Leben getan hast, wird er dir vor deinen Augen zeigen. Und dann wirst du verstummen. Wenn der Herr dich fragt, warum hast du das getan? Was willst du dem antworten? Ich war ein Schwein? Willst du sagen, ich war ein Schwein? Ich habe die Sünde geliebt? Dann wird der Herr sagen, ja gut, warum hast du denn nicht Buße getan damals, damit ich dich rette? Und dann wirst du verstummen. Da wirst du nichts mehr zu sagen haben, weil du weißt, was jetzt kommt. Du könntest aber Gott auch fragen, Gott, wieso hast du mich eigentlich überhaupt erschaffen? Ich habe nie gefragt, danach erschaffen zu werden. Du bist aber nur mal erschaffen. Aber wieso eigentlich? Ja, weil er dich liebt. Weil er dir das ewige Leben geben möchte. Weil er dich ewig bei sich haben will. Was ist daran verkehrt? Bruder Reza, ich wollte einmal was dazu sagen, ja? Ja. Die Leute sagen ja immer, wieso hast du mich eigentlich erschaffen? Ich habe nie nachgefragt, aber sie genießen das Leben, sie lieben genau, die Sünde. Ja, genau. Warte, das Leben genießen warte, schon. Reza, warte. Du kaufst mir eine PlayStation 5 und ich spiele damit jeden Tag und ich sage, ja, aber ich wollte sie gar nicht haben, aber ich spiele jeden Tag damit. Das ja, aber benutzen, genau, das Werk des Herrn, was er für dich erschaffen hat, den Sex, das Eis, ja, die Sonne, warum das Meer, der Urlaub, alles benutzen. Ja, benutzen, aber sagen, ja, warum hast du mich erschaffen? Ja gut, wenn du so dagegen bist, gegen ihn und seine Werke, dann genieß auch seine Werke nicht. Dann bist du fair, dann bist du ehrlich. Geh in den Keller, wo Dunkelheit herrscht und sitz dich so hin und du, oh, ich hasse Gott, ich hasse Gott. Dann wirst du ehrlich, dann würde es passen zu deiner Theorie. Ich will gar nicht da sein, wer hat mich erschaffen. Aber nicht schön hier leben und alles genießen, was er getan aber, hat, aber was er geschaffen hat. Aber dann wäre es trotzdem fair laut dir, dass Gott auch diesen Menschen für immer foltern wird in der Hölle und keine Ahnung. Weil diese Menschen böse Sachen gemacht haben, muss der gerechte Gott
Sünden bestrafen, sonst wäre er ja nicht gerecht. Wieso ein Richter im Gericht. Wieso bestraft er diese Sünden ohne Ende? Wieso kann er diese Sünden nicht eine gewisse Zeit bestrafen? Und dann das geht nicht, weil diese Leute ja gar nicht mit Gott zusammen sein wollen. Verstehst du? Und dein Wunsch ist Befehl. Du willst ja nicht mit Gott sein. Okay, kein Problem. Dann gehst du an einen Ort, wo du nie wieder Gott siehst. Und es gibt nur noch einen Ort in der Ewigkeit, wo Gott nicht ist. Da gibt es nur diese zwei Ebenen. Da ist ein Ort, wo Abwesenheit von Gottes Gnade, Güte, Liebe. Da ist ein Ort, was das Gegenteil von diesen Dingen ist. Du wolltest das doch nicht. Ja, aber bitte was schön, ist sagt der Herr, das, bitte schön, nach deinem freien Willen. Okay, und was ist mit einem Juden? Der will ja mit Gott sein, aber der hat halt eine falsche Vorstellung laut euch. Ja, natürlich, weil er das Wort seines Gottes nicht liest und das einfach umgeht. Zum Beispiel die Juden, die springen jedes Jahr über Jesaja Kapitel 53, lesen das nicht, wollen das nicht lesen, weil es dann, weil es ihnen irgendwie komisch ist. Dieses Unangenehm. Kapitel. Unangenehm, ja. Da wird der Herr mit denen ins Gericht gehen. Der Herr wird ihnen sagen, warum habt ihr das übersprungen, mein Wort? Was war denn da in Jesaja Kapitel 53, das euch so unangenehm gejuckt hat, wo ihr das nicht haben wolltet? Lasst uns das mal gemeinsam zusammenlesen. Hier könnt ihr nicht mehr davon kommen. Und dann wird der Herr Jesaja 53 vor ihren Augen lesen. Und dann werden ihre Knie zittern. Die haben keine Ausrede, weil da steht ja so in ihren Schriften Jesaja Kapitel 53. Dort steht das, wenn dann werden ihre Knie. Steht dort, dass wenn der Herr wird durch Sport? Ist das diese Sache? Nein, da steht, dass der Herr kommen wird und für die Sünden der Menschheit durchbohrt werden wird, während er die ganze Sünden der Menschheit auf sich nimmt. Okay, ah, das ist diese Stelle, ja. Genau, und das gefällt den Juden nicht, das Wort ihres eigenen Gottes. Die überspringen diese Stellen. Aber Reza, ich habe mal mit einem Juden gelesen und die interpretieren das einfach anders. Nein, ja wie denn? Wie wollen die das anders interpretieren? Die sagen ich einfach, weiß, dass das Jesus. Ja, natürlich, das ist Bruce Lee. Bruce Lee hat doch die Sünden der Menschen auf sich genommen und deswegen durchbohrt. Kennst du doch. Das weiß doch jedes Kind auf der ganzen Welt. Dieses Evangelium von Bruce Lee, dass er die Sünden der Menschheit auf sich genommen hat und deswegen durchbohrt wurde. Ja, aber du weißt, dass die Juden andere Interpretationen für diese Verse haben. Ja, ja, die können sagen, das ist Donald Duck. Gott, wir haben gedacht, das ist Donald Duck. Aber dann du siehst doch, mein Lieber, du siehst doch, dass es zum Beispiel Leute gibt, die nach Israel reisen und einfach mal Juden damit konfrontieren. Und die Leute reagieren alle genau dasselbe. Zu wem passt das denn, dieser Vers? Da sagen die, das spricht doch irgendwie von Jesus, ne? Jesus ist doch für die Sünden der Menschen gestorben, ne? Alle sagen dasselbe. Okay. Und daher auch das verbotene Kapitel, Jesaja 53. In Israel, bei der Lesung jedes Jahr in der Synagoge, überspringen die Juden Kapitel 53. Warum? Was ist denn da unangenehm für die? Reza, darf ich was einmal sagen? Ja. Der Shamra, der die Debatte gemacht hat, der hat gesagt, Jesaja 9, Vers 5, starker Gott, Friede Fürst, das ist Mohammed. Mohammed, ich konnte nicht mehr. Ja, der ist ja nochmal ein ganz, ganz besonderer Fall für sich. Also noch nicht mal die heftigsten Debatteure haben sich erlaubt, Jesaja 9,5 die Gottheit und die Person Jesu Christi auf Mohammed zu beziehen. Das war eine Peinlichkeit. Sogar die Muslime, sogar die Muslime meinten, peinlich, was hast du getan, Samra, was hast du da nur angerichtet? Was könnte als einziges sagen, dass ein Diskotänzer mit dem Islam nichts zu tun hat. Das ist das Einzige, was wir sagen können. Und da haben die auch recht. Amir, weißt du, was er sagt? Er sagt, sein Prophet, ne, ist einer von den 144. Wie viele Propheten gibt es nochmal in dem Koran? 124.000. Und er sagt, sein Sheikh Lokman, der auch so ein Diskotänzer ist, dass er einer dieser 124.000 Gesandten und Propheten sei. Sein Sheikh oder was? Deswegen habe ich dir gesagt, wenn dieser Sheikh vor ihm kacken würde und Pipi machen, der wird das essen und trinken. Glaub mir, so einer ist das.
Das ist so krank gesegnet. Man muss aber sagen, wenigstens sind diese Sufis. Entschuldigung. Wenigstens sind diese Sufis ein bisschen weniger radikal als diese Salafisten, muss man wenigstens sagen. Weil die machen ihre Tänze und das war's. Ja, aber das bringt ja nichts. Die gehen ja trotzdem verloren. Weil der Islam sagt ja was anderes. Der Islam sagt doch nicht, du sollst Tänzchen machen. Ja? Okay, ich komme gerne ein anderes Mal wieder. Danke für die Diskussion. Ne? Ja, gerne, mein Lieber. Gott segne dich. Ich hoffe natürlich, dass du zur Erkenntnis der Wahrheit kommst. Genau. Komm immer wieder, wenn du Fragen hast, und wir werden dir deine Fragen, so Gott will, beantworten. Okay, macht's gut. Ciao. Gott segne dich. Alles klar, mein Lieber. Gottes Segen. Ciao, ciao. Gottes Segen. Ja, ich hoffe mal, ne? Wir beten dafür, dass er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, dass der Herr Jesus sich ihm offenbart und ihm seine Augen öffnet. Ja, Shalom, Gottes Segen. Gottes Segen auch dir. Ja, ich wollte halt diesen Abgefallenen seine Frage beantworten. Wegen diesem Gleichnis mit Esau und Jakob. Das war ja so, ich hoffe, du bist noch hier drin, ne, falls du mich hörst. In erster Linie liebt Gott alle Kinder. Ne? Er liebt alle seine Kinder und alle seine alle Menschen, die er erschaffen hat. Aber es gibt halt Menschen, die mündig sind, ne, die erwachsen sind und dann das Große und Ganze erkannt haben und dann bewusst 100% sich gegen Gott wenden und ihr Herz verschließen und sich für die ewige Höllenfeuer entscheiden, für diese irdische Erde, damit die hier was erreichen, Namen machen etc. Ja. Und dann, erst dann, passt Gott die und verwirrt die ins Höllenfeuer. Gott hat keinen Gefallen, jemanden ins Höllenfeuer zu werfen. Ja. Aber klar, wie du auch jetzt gerade gesagt hast, wenn jemand im Laufe seines Lebens sein Herz verschließt, so wird er für das Gericht während seines Lebens schon aufbewahrt. Ne? Judas Kapitel 1. Sogar Leute, die in die Christenheit hineingekommen sind, die sich seitlich eingeschlichen haben. Richtig. Ja, Gottlose. In Matthäus Kapitel 7 sagt der Herr Jesus, ja, die zu mir sagen, Herr, Herr, und der Herr Jesus wird sagen, ich habe euch nie gekannt. Das sind Leute, muss man vorstellen, sagen, Herr Jesus. Die Christen, die sagen, Herr Jesus, und der Herr sagt, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ja, Apostelgeschichte 20, wo der Apostel Paulus die Gemeinde Gottes, nachdem er die Gemeinde Gottes ganze Nacht ermahnt und geführt und gelehrt hat, sagt der Apostel Paulus, jetzt überlasse ich euch, ja, Gott, und ich weiß, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen werden. Ja, ja, davon hat man richtig Angst, ne? Ja, Reza, ich habe eine Frage, und zwar, was meint ihr denn, also Welche Typ Christen wird denn Gott ablehnen? Das sind Leute, die zum Beispiel wie diese Großkirchenleute, die viel, viel Geld von den Gläubigen nehmen, in Saus und Braus leben und ihnen ein falsches Evangelium verkünden. Zum Beispiel in den USA. Da haben wir diese großen Verdiener, diese Millionäre in den charismatischen Gemeinden. Ja? Wie zum Beispiel Benny Hinn, Joel Olstein und wie die alle heißen, diese Großprediger, die viel, viel Geld verdienen. Und Joyce Meyer. Joyce Meyer, genau. Die den Menschen ein falsches Evangelium predigen. Das sind diese Wölfe im Schafspelz. Ja, okay, das stimmt ja aber auch. Ne? Um Gewinneswillen dann halt die Leute dann abziehen halt, ne? Genau. So wie das Wort auch sagt, ne? Um einen billigen Gewinn die Gemeinde Gottes rauben. Ja. Und, okay, du super, ja, danke. Ich wollte mal sagen, Lisa, du musst dir mal vorstellen, das wollte ich einmal ganz kurz ansprechen, und das ist unmöglich. Ich habe mal so ein bisschen so gezählt einmal, und bei Joyce Meyer, wenn sie so predigt, dann sind da ungefähr fast so zwischen 5.000 und 8.000 Menschen. Ja. Das musst du dir mal geben. Das ist eine ganze Boxerhalle, so ein ganzes, eine ganze Arena ist voll. Ja, also, klar, natürlich. Verdienen Millionen, die haben ja Privatjets. Überleg mal, 8.000 Menschen
sitzen da, plus das wird noch bei Bibel TV ausgestrahlt. Das heißt, das wird noch im Fernsehen ausgestrahlt. Das ist unfassbar. Ja. Zum Beispiel Joyce Meyer erzählt ja den Leuten ein falsches Evangelium, ein Wohlstandsevangelium. Die sagt, dass wenn einer Christ wird, dass er unbedingt reich werden muss und gesund sein muss. Und wenn das jemand nicht ist, dann stimmt irgendwas nicht mit seinem Glaubensleben. Und das ist ein Wohlstandsevangelium, ein falsches Evangelium, was absolut unbiblisch ist. Ja, ja. Herr Riese, ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. Wie sieht's aus mit der Taufe? Also ich kann wirklich von mir aus bezeugen, ich sündige kaum, ne? Also, ja. Also Zunge, also wie meine Ausdrucksweise, wie ich dann halt rede, da alles, also schon extrem besser geworden. Bezüglich meines Fleisches auch voll im Rahmen, ne? Also halt nicht mehr so diese Selbstbefriedigung, fast gar nicht mehr. Nicht mal, okay, vielleicht einmal in der Woche oder so, wenn es passiert, wenn ich nicht mehr den Druck aushalten kann, ne? Ja. Genau. Wie sieht's aus mit der Taufe halt, ne? Also das wäre Wassertaufe. Richtig, genau. Also man kann dich natürlich taufen, aber das Problem ist, ich habe viele Leute kommen sehen, die einfach getauft wurden mit dem Wasser und die waren nicht echt. Natürlich ist das nicht jetzt meine Sache, jemandem die Wassertaufe zu verwehren. Aber ich sage immer wieder, Leute, kümmert euch um die Taufe mit dem Heiligen Geist, nicht die Wassertaufe. Kümmert euch um eure Wiedergeburt. Das muss sitzen. Die Wassertaufe ist nicht wichtig. Ja, das denke ich mir auch immer. Also ich merke ja auch von mir selbst so, dass ich wiedergeboren bin im Geiste, aber halt noch nicht mich getauft habe. Ja, okay. Wenn du der Meinung bist, dass du wiedergeboren bist und an das glaubst, was der Jesus uns mitgegeben hat, weil das Wort Gottes so sagt, ja, dann musst du dich taufen lassen. Und dann musst du mal gucken halt, ne? Wo du wohnst, dass du zu einem Bruder in der Nähe oder was gehst und dann, dass er dich tauft. Okay, super. Danke dir, Leser, für deine Auskunft. Ja, gerne. Nicht zu danken. Alle Dank und Ehre dem Herrn Jesus. Halleluja. Gott segne dich. Mach's gut. Gottes Segen, mein Lieber. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Hallo, hallo, Dr. Hallo? Frankenstein. Hallo, Dr. Redner, wie geht's euch? Ja, hallo, danke, Herr Jesus, gut, danke. Okay. Ich habe eine Frage wegen der Schöpfungsgeschichte, also wegen Adam und Eva. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Und zwar. Adam und Eva waren ja eigentlich naiv wie kleine Kinder, also sie wussten ja auch nicht, was gut und böse ist. Man kann sie so sehen wie kleine Kinder, vom Geist in die Boden. Du kommst ein bisschen, deine Stimme kommt nicht ganz sauber rüber, als ob du unter Wasser wärst, unter Wasser redest. Warte, ich hab's gleich mit Kopfhörer auf, das ist irgendwie. Ah, okay. Kleiner Augenblick. Ich weiß nicht, ich hab ihn jetzt. Sag mal, wie ist es jetzt? Ja, jetzt ist es besser. Ja. Ist es besser? Ja, viel ja. Besser. Okay, perfekt. Und zwar, also die beiden kann man ja so sehen wie so naive Kinder, also vom geistigen Niveau her. Ist das richtig? Ja, ja. Genau. Ich frage mich dann so, das ist eher so eine philosophische Frage, ich frage mich dann so, warum lässt Gott, also du würdest ja deine Kinder auch nicht mit einem Pädophilen oder mit einem kranken Psychopathen in einen Raum lassen. Warum waren Adam und Eva so naiv wie die Kinder, also nur so naiv wie Kinder, mit dem Teufel, also mit dem listigsten Wesen im Garten Eden? Und ist ja klar, dass das listigste Wesen intelligent ist und weiß, wie er die zu beeinflussen hat. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber du musst ja nicht darauf hören. Ja, aber sie sind ja wie Kinder. Ja, es gibt Kinder, die hören auf ihre Eltern. Und die sprechen nicht mit Fremden. Aber wer ist schuld, wenn ein Kind von einem Psychopathen manipuliert wird? Wem würdest du die Schuld geben, heutzutage? Beide. Sowohl den Psychopath, nein,
Ich würde sowohl dem Psychopath als auch dem Kind die Schuld geben, falls das Kind von den Eltern geschult worden war und sie trotzdem das Gegenteil getan haben. Dann ist das Kind auch schuld. Okay. Weil die Eltern ein Gebot gegeben haben den Kindern und diese Kinder haben das Gebot missachtet. Aber warum sind die Kinder überhaupt mit diesen Psychopathen in einen Raum, frage ich mich. Also das, weil die einen freien Willen haben. Weil die einen freien Willen haben. Gott hat ihnen einen freien Willen gegeben. Ein anderes Beispiel, damit du es verstehst. Wenn du eine Frau hast und die läuft neben dir in deiner Hand. Ja. Woher willst du denn wissen, dass die treu ist, wenn es keinen anderen Mann auf der Erde geben würde? Sag mal, du bist nur mit dir allein auf der Erde. Das ist aber und ein anderes ist Beispiel. Das ist meine Moment, Frau, Moment, sie ist Moment, erwachsen. Moment. Nein, nein, nein. Die Treue, die sie dir gibt, ist das deswegen, weil sie dich liebt oder deswegen, weil es keine Verführung auf der Welt gibt? Warum ist sie dir? Das kannst du doch nie herausfinden. Ja, ja klar, aber richtig? Ich finde das... Ja, ist richtig. Moment. Jetzt die nächste Frage. Was wäre, wenn man deine Frau allein lassen würde mit hunderten top durchgestylten, heftigen aussehenden Typen in einem Raum? Und die würde treu bleiben. Dann ist diese Treue wert, richtig? Ja. Aber die Treue wäre doch nichts wert, wenn du alle Männer auf der Welt in eine Gefängniszelle tust und dann deine Frau natürlich keine Möglichkeit hat, fremd zu gehen. Das ist doch keine Treue. Was ist diese Treue wert? Wenn du den Versucher ausschließt, dann ist diese Treue nichts wert. Richtig? Hast 100% recht, ja? Genau. Das ist aber, mit Adam. Aber das passt, finde ich, mit dem Beispiel von den Kindern nicht zusammen. Ein Kind ist ja naiv, es ist leichter zu beeinflussen. Ist egal. Ja, ist egal. Auch eine Frau ist leicht zu beeinflussen. Da muss nur der richtige Typ kommen. Glaub es mir, in meiner besten Zeit habe ich Frauen, habe ich Frauen vor den Augen ihrer Männer weggerissen. Es muss nur der heftige Typ kommen. Es muss nur der heftige kommen. Und da war das mit der Treue hinweg. Aber bleiben wir doch bei dem Beispiel bei Kindern. Du gehst jetzt auf Frauen, das sind erwachsene Frauen. Also bleiben wir mal beim Beispiel von naiven kleinen Kindern. Und dann kommt das listigste Wesen. Dagegen bist du ja in deinen besten Zeiten nichts. Nein. Weißt du? Das stimmt nicht. Es gibt Kinder, die sind aber, was die Eltern sagen, treu und hören darauf. Auch wenn der heftigste Typ kommt und ihnen die heftigste Playstation bietet, dass sie mitgehen sollen. Die sagen trotzdem nein, bestimmt die Kinder. Die sagen nein, meine Mutter hat gesagt, ich darf das nicht tun, ich darf nicht mit Fremden gehen. Und dann gehen die weg. Das ist genauso wie in der Hundeerziehung. Wenn auf einmal, wenn du deinen Hund so super erzogen hast, ne, und dann kommt jemand mit so einem Leckerli, rennt dein Hund dahin oder hört er auf dein Wort? Aber dann sagt ihr, dann hat Gott Adam und Eva nicht gut genug erzogen. Er hat sie mit freiem Willen ausgestattet. Das will mein Bruder dir damit sagen. Ja, ich verstehe schon. Sie haben also die freie Möglichkeit zu entscheiden, wohin sie gehen. Aus Liebe. Wenn deine Frau keinen freien Willen hätte, treu zu sein, wenn sie programmiert wäre, dir treu zu sein, wärst du mit dieser Treue zufrieden? Nein, natürlich, das soll vom freien Willen sein. Natürlich. Du hast ja recht, was du sagst. Ich sag ja auch nichts dagegen. Nur, das ist jetzt auf einer anderen Ebene. Die Liebe hat nur einen Wert, wenn sie trotz Verführung standhalten würde. Ja. 100%. Du kannst ja nicht den Verführer ausschließen, damit deine Frau treu bleibt. Du siehst doch anhand dieser ganzen amerikanischen Sendungen mit ist mir mein Partner treu und so ein Blödsinn, ne? Ja. Der Typ würde das oder die Frau würde es doch niemals herausfinden, wenn es denn nicht den Verführer geben würde, richtig? Also es ist ein Test gewesen, aber das ist gut erklärt, aber ich denke mir halt, das sind Menschen immer noch, aber ich rede vom Teufel, also das ist ja die Endstufe, das ist ja der Endgegner. Trotzdem, aus Liebe heraus. Das ist so das krasseste Böse gegen das naivste Kleinkindliche. Das ist ja kein fairer, weißt du, ich meine? Nein, ich habe dir ein Beispiel genannt. Der heftigste Typ der Welt, der mit dem heftigsten Ferrari vorfährt, super top aussieht, dass die mit dir rumläufst, auf einmal mit so einem Menschen mitgehen würde, dann ist das doch der freie Wille deiner Frau. Sie war nicht treu. Ja. Aber du kannst nicht diesen Typen einfach wegschließen, damit deine Frau treu bleibt.
Nein, nein, natürlich nicht. Erst wenn der Verführer da ist, dann zeigt sich die wahre Treue. Und wenn der Mann, der eine Ferrari fährt oder was weiß ich, der heftigste Typ, ja, vorfährt vor deiner Frau und die anmacht und deine Frau sagt, nein, ich liebe meinen Mann, du bist mir nichts wert und deine Hand nimmt und mit dir weggeht, diese Treue ist es wert. Ja. Die trotz Verführung sich für dich entscheidet. Richtig? Ja. Diese Treue und Liebe, die ist wert. Aber nicht, wenn man den Verführer ausschließt. Nein, der Verführer, der Satan, hatte seine Daseinsberechtigung im Garten Eden, damit die Treue wahrhaftig gezeigt wird. Und man hat gesehen, dass Adam und Eva untreu waren. Was hat der Satan genau? Er hat die beiden überredet, nee, er hat Eva überredet, in den Apfel zu beißen. Ja. Was hat er ihr versprochen da? Ja, er hat ihr getrickst. Gott hat ja gesagt, du sollst ja nicht von diesem Baum essen, denn sobald du von diesem Baum der Erkenntnis isst, musst du sterben. Da wärst du sterblich und verlierst dein ewiges Leben. Ja. Und dann hat der Teufel gesagt, ach, keineswegs wirst du sterben. Ach, das stimmt nicht, du wirst nicht sterben. Und das ist die Lüge gewesen. Und Adam und Eva haben davon gegessen und dann natürlich ein Gebot Gottes zu übertreten, schon verlierst du dein ewiges Leben. Ja. Und dann wurden die sterblich. Sie haben ihre Unsterblichkeit verloren. Römer Kapitel 3, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, das war halt so philosophisch gesehen, war das so eine Frage, mit der ich irgendwie nicht, die ich nicht verstanden habe. Also ich habe diese Frage mir gestellt und ich konnte dich irgendwie nicht verstehen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist es eher so als Metapher dargestellt. Nein. Da steckt immer ein geistige Erkenntnis dahinter. Das ist nicht Metapher. Die Treue von Adam und Eva, die Untreue besser gesagt von Adam und Eva, ist zu sichtbar geworden durch den Verführer. Wäre der Verführer nicht da gewesen, hätten die auch nicht gesündigt. Deswegen hat der Herr das erlaubt, damit ihre Treue wahrhaftig gezeigt wird, beziehungsweise ihre Untreue. Damit sie sehen, dass sie untreu sind. Deswegen hat der Herr Jesus ja gesagt zum Petrus. Der Petrus hat gesagt, nein, Herr, du, ich werde treu sein bis ans Ende. Ich werde dich niemals verleugnen, Herr. Und dann hat der Herr gesagt, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ja, keineswegs, Herr, werde ich dich verleugnen. Nicht ich, alle anderen der Welt, ja, aber nicht ich. Paar Stunden später, bevor der Hahn gekräht hat, hat der Apostel Petrus den Herrn verleugnet. Er hat gesagt, ich kenne diesen Christus nicht, lass mich in Ruhe, als er Angst bekommen hat um sein Leben. Ja. Siehst du? Die Leute können viel labern, aber in der Prüfung, da wird die Gesinnung offenbar. Es gibt, du kennst doch diese ganzen Leute, die sagen, ich küsse dein Herz, Bruder, du bist mein bester Freund, richtig? Ja, klar. Aber kommt auf einmal zu einer lebensbedrohlichen Situation mit so Leuten, die mit Messer kommen, auf einmal hauen die ab und lassen dich im Stich. Ja. Da ist das also so auf die Straße geworfen mit, ich küsse dein Herz. Ja, das sind ja nur so Floskeln, das ist ja, ja leere Worte. Ja. Ja, aber trotzdem sagen die Leute das. Und ja, die Leute glauben das. Vor allen Dingen die Frauen. Ich liebe dich, mein Schatz, du bist mein Schatz. Und die Frau glaubt das. Ja, die sind so naiv. Ja. Ja. Und dann, ich liebe dich, halbe Stunde später, nachdem er fertig war. Und dann fährt er, ja gut, da, tschüss. Und ich liebe dich, du bist mein Schatz, zu der Nächsten. Kennt ihr diese, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das biblisch ist, aber die Geschichte von der Lilith? Nein, das ist jüdischer Mystizismus. Das ist nicht biblisch. Das ist Kabbalah. Und davon musst du dich fernhalten. Das ist Magiezauberei. Damit hast du nichts zu tun. Also ich sag euch mal kurz, ich bin aus dem Islam ausgetreten und dann habe ich mir eure Streams angeschaut von allen, von Amir, von dir, von Evangelist. Ja. Finde ich auch sehr gut allgemein, was ihr macht. Ja. Und da habe ich mich halt mit der Wiedergeburt beschäftigt, habe meine Sünden bekannt, habe geweint und dieses ganze Prozedere. Letztens habe ich halt diesen Zweiteiler gesehen von Trau kein Promi.
Ja, Den kennt super. ihr, habt ihr das angeschaut? Ja, das ist ein Teufelskind. Ja, ich Davon weiß, dass du so musst von du dem denkst. aufpassen, du musst dich in Acht nehmen. Aber wisst ihr, Ich muss was. aber noch was sagen. Der Traukeim-Promi hat gesagt, dass der Herr Jesus Satan höchstpersönlich Luzifer, ist. Ja, Genau, klar. genau. Ja, Und und der ich bin Typ mir ist auch nicht ohne. sicher, und ich bin mir auch jetzt sicher, Reza, weil das ist auch kein Zufall, wie kann so ein Mann die ganze Zeit mit Promis abhängen? Der hängt mit Sido ab, der hängt Ja, mit die klar, ganzen. natürlich. Ja, der Ehrlich? hängt ja nicht mit dem Ja, ab, der sicher, war der mit kennt dem die alle, Reis der ist mit einmal. denen ganz gut, die Leuten, mit den ganz groben Natürlich, Leuten. die sind privat, die sitzen da privat und dann stellen die sich so Fragen, wie kommst du überhaupt an Sido ran, dass du überhaupt, dass er sich überhaupt Zeit nimmt für dich, dass du da mit ihm Ja, privat klar. sitzt? Ja, natürlich. Mit Flair sitzt er da und so alles, also ganz Aber ehrlich, das hast ist du dir auch, das das Video komplett angeschaut, die zwei Teile von dem? ja, es ist Ganz total Tenet, die verdreht, total Traukeim-Promi. satanisch. Eine Da Lüge, brauchen was wir er gar nicht sagt. drüber reden. Das ist ein Satanskind, der dich verführen will, damit Das du hat vom mich Herrn schon Jesus sehr abfällst. verwirrt, muss ich sagen. Ja, siehst Also, du, ja, da hat er es geschafft. ja, Genau, es hat das mich wollte er extrem schaffen. verwirrt. Ja, Weil an und sich das hat ist er ja auch geschafft. nichts, gar nichts Verwerfliches. Also, du kannst eigentlich nichts Schlechtes an Jesus finden. Aber so wie der das erklärt, ist es halt alles der Ursprung von der Kabbala, von dem Talmud. Nur damit die Goyim sozusagen ihr Ja, der Gott ist ein haben. Kabbalist. Das ist ein Kabbalist. Nee, er Der erklärt das Traukeim-Promi. so, dass alles von denen abstammt. Ja, und das ist eben Satan. Der Typ arbeitet für den Teufel, damit du vom Glauben vom Herrn Jesus abkommst und verloren gehst. Ja, er hat mehr so pro-römisches Reich geredet mit mehr Göttern und so Sachen. Und mit sowas komme ich auch nicht so klar, weil ich Komm. sagen. Ja, Ja, ich deswegen denke, der musst du dich in Typ Acht hat die nehmen. verwirrt. Traukeim Promi und so weiter, das sind bewusste Diener des Teufels. Der ist nicht ohne Sinn da, wo der ist in der Trucer-Bewegungsszene. Ja, gibt es ja viele Gatekeeper, aber man muss schon sagen, der hat auch gute Videos gemacht. Also, der hat auch Ja, gut natürlich. aufgeklärt. Ja, klar. Deswegen ist er auch eingesetzt, weil er eben gute Arbeit leistet. Der Satan wird ja nicht schlechte Leute einsetzen, die keine Leute fischen können. Verstehst du? Ja. Der wird schon Leute nehmen, die gut fischen können. Ja, Deswegen ist musst du halt dich in Acht nehmen. Ach, schwierig, ja. aufpassen, aufpassen. Der Satan Und wird versuchen. deine Videos waren schon der Hammer auf jeden Fall. Das mit Illuminati-Aufklärung richtig nice. Ja, und Und dabei musst du bleiben. Da musst du dein Herz hüten, behüten. Dass da der Satan dann nicht kommt und es wieder stiehlt. Aufpassen. Du darfst nicht unvorsichtig sein. Weil ich denke mir halt so, das war halt so dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, hey, egal was ich bis jetzt in meinem Leben geglaubt habe, war sowieso eine Lüge, also sprich Islam oder andere Sachen. Da hatte ich so einen Blackout-Moment, wo ich dachte, hey, alles ist verarscht. Wir sind ja komplett in so einer Matrix. Ja, hast du meine Matrix-Entschlüsselung gesehen? Ja, habe ich gesehen. Das Ja, mit dann Trinity, hast die du doch, du weißt Trinität doch und alles. alles. Wie kannst du denn dann auf einmal dann wieder, ne, vom Weg abkommen? Da ist doch alles erklärt, da habe ich doch alles erklärt. Hast du meine Matrix, wenn du meine Habe ich Matrix-Entschlüsselung gesehen, ja. gesehen hast und die Matrix-Entschlüsselung von diesem tollen Traukeim-Promi, da Ja, habe siehst du ich auch doch den gesehen. Unterschied, das ist doch Schrott. Seine Traukeim-Promi, seine Matrix-Entschlüsselung im Gegensatz zu meiner Matrix-Entschlüsselung, das ist doch, da siehst du doch den Unterschied, Ja, wie der ich Unterschied. Szene für Szene biblisch Ja, auseinandergenommen du habe. nimmst es biblisch auseinander und er nimmt es irgendwie anders auseinander. Ich kann es nicht genau Oberflächlich. beschreiben. Ja. Ja, kann man sagen. Ja, Aber warum du heißt er gehst halt denn den schon mit der Neo? Bibel rein. Warum ist das wegen dem Neokortex im Gehirn? Oder ist das ein Neophyt, der eingeweiht wird von Morpheus? Was passt besser? Ja, schon, der Neophyt. Ja? Auch das Es mit gibt immer ein Trinity. Original und der Teufel Ja. versucht, das Original zu verfälschen. Ja? Aber das Original bleibt Original. Deswegen musst du echt auf dich aufpassen. Ja, auf jeden Fall. Dass der Also, Satan dich nicht fischt. Bruder Reza, darf ich noch, ich will mal was sagen, ja? Ja, bitte. Der Satan hat ja extra hier auf TikTok TikToker eingesetzt, zum Beispiel mit 500.000 Abonnenten und die klären auch auf über Freimaurer und Illuminati, aber auf einer falschen Schiene wollen sie die Leute bringen und sind selber drin, um die Leute abzulenken von der Wahrheit, von dem Herrn Jesus Christus. Halbwahrheiten sind drin, aber nicht die volle Wahrheit.
Ich würde es richtig nice finden, wenn ihr auf diese Videos von Trauka Promi reagiert. Und das so. Ja, ich gucke mir das mal an, weil, ja, okay. Ich gucke mir das mal an und dann werde ich dann darauf reagieren. Du würdest auch damit helfen, so. Ja, okay. Ich werde das machen. Das hat schon viele Leute verwirrt. Also mich hat es schon sehr verwirrt. Aber ich möchte jetzt auch nicht loslassen vom Glauben, weil das hat mich schon verändert, Mann. Also. Ja. Du darfst nicht vom Herrn Jesus weggehen, ne? Du musst da bleiben. Ja. Der Satan wird versuchen, natürlich dich dann wegzureißen, ne? Von der Herde. Und habt ihr das mitgekriegt mit Sinan G? Ja. Da kommen auch so Sachen jetzt langsam raus, aber ich glaube, da ist auch noch viel tiefer. Also ihr denkt ja auch, der ist auch eingeweiht wahrscheinlich. Der ist ja auch so ein Netflix-Film und so Sachen macht er mit. Was ist los? So, ihr Lieben, ich muss mich jetzt langsam ausklinken. Okay, dann ist schon alles klar. Ja, Gottes Segen euch allen und wie gesagt, bleibt im Herrn stark. Amen. Nicht den Weg verlassen. Der Satan wird versuchen, euch wegzubringen. Nicht den Weg verlassen. Auf dem Weg bleiben. Und weiter. Nicht euch wegreißen lassen. Okay, ihr Lieben, Gottes Segen. Danke. Bis bald. Ja, nicht so lange. Alle Dank dem Herrn Jesus. Ciao, ciao. Amen. Also ich gehe dann auch raus. Ich danke euch für die Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Gottes Segen euch. So, der letzte Mohikaner ist noch übrig geblieben, der Danny. Und die ganzen anderen sind auch noch hier drin, Hammer. Halleluja, Gott segne euch, ihr Wundervollen. Vergiss niemals, der Jesus Christus ist die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt in den Himmel, Amen, als nur durch den Herrn Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Erlösungsweg, genau, es gibt keinen anderen Weg. Kein anderer Weg führt in den Himmel als nur durch Jesus Christus. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, mich auslachen, mich verspotten. Am Ende werden wir sehen, wer dann lacht und wer dann über wen spottet. Denn er dich nicht, Gott lässt dich nicht spotten. Glaub es mir, mein Lieber, mein Liebe. Ja? Und das wisst ihr auch alle. Amen. Tief in eurem Inneren wisst ihr, dass Gott existiert und Gott mit den Sündern kurzen Prozess macht, die nicht zum Herrn Jesus Christus gehören. Hier auf Erden hast du die Entscheidung, ja. Entscheidungsgewalt, Entscheidungsmöglichkeit, sich für oder gegen den Herrn Jesus Christus zu entscheiden. Deswegen nutze ich nochmal kurz diese Momente, um nochmal die Botschaft mitzugeben. Denn ich denke, dass sie zu knapp kam in den letzten Stunden oder was. Ne? Wir haben über sehr viele Themen gesprochen, aber wir haben den Herrn Jesus Christus als das Erlösungswerk des Vaters nicht oft genug jetzt gerade besprochen. Deswegen, falls du noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, bitte ich dich von aufrichtigem Herzen, dir Zeit zu nehmen, dich hinzusetzen und über deine Ewigkeit nachzusinnen und den Herrn Jesus Christus in dein Leben zu lassen. Sei nicht so oder gehör nicht zu denjenigen, die sagen, nein, ich bin doch nicht so ein Schlimmer. Ich bin doch nicht dies, ich bin doch nicht das. Ich brauche keine Erlösung. Ich mache das schon auf meinem Weg. Sei lieber diejenigen, die sich nicht für gerecht genug halten und sagen, ja, ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Und ich bitte dich, Herr, komm in mein Leben und vergebe mir all meine Schuld. Sei diejenigen, die zu der zweiten Kategorie gehören, nicht zu der ersten.
Ja, möge der Jesus Christus dir deine Augen öffnen, dir die Entscheidung leichter fallen lassen, ne? Dass du keine Angst hast vor deiner Familie oder Angst haben sollst vor deiner Familie oder vor den bekannten Familien oder was auch immer. Denn der Herr Jesus Christus liebt dich über alles und möchte auch Gemeinschaft mit dir haben. Nur du musst zu ihm Ja sagen, daher der freie Wille. Ja zu Jesus Christus, nein zu dieser Welt. Genau. Kam ich verständlich rüber? Ja. Okay, möchtest du noch was sagen, Bruder Danny? Ja, Bruder, ich will, dass du dir so eine Batman-Maske kaufst und dann live kommst. Bitte. Das wäre mit meinem Hetzman-T-Shirt, ne? Ja, Mann. Ich will, dass du ein T-Shirt hast von Per Vogel mit Batman-Maske. Und dann will ich, dass du ganz laut islamische Musik immer so im Hintergrund abspielst und dann die heftigsten Hadithe raushaust. Die brutalsten, ja, heftig, Hadithe. Da hast du recht. Das muss ich wirklich mal machen. Ja, das wäre schon heftig. Ja, ihr Lieben, okay, dann Gottes Segen. Wir hören uns dann später. Dankeschön für die ganzen Likes, danke für die Geschenke. Aber wunderbar. Eins wollte ich auch noch sagen. Alles. Es steht ja geschrieben, der Herr Jesus sagt, ja, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich bin der Weg, genau. Die Wahrheit und das Leben. Wer zu mir kommt, der wird nicht hinausstumpfen. Genau. Na okay. Gut, Amir, danke, dass ich hier rein durfte. Gottes Segen, ihr Lieben. Macht's gut. Der Herr Jesus Christus segne euch. Mal gucken, vielleicht komme ich dann später nochmal live. Ansonsten sehen wir uns dann, so Gott will, dann morgen oder so, ja? Gott segne euch, ihr Wundervollen. Ciao, Gottes Segen. Ciao.